dass der Krimi noch gerade in Bern stattfindet, ist mir sehr entgegengekommen. Der Bernhard Engler hat das weitergeleitet an die Esther Borschau. Und ich weiß nicht, wie schnell sie begeistert ist, aber auf jeden Fall, als sie hier war, als sie zu mir kam auf Besuch und es noch etwas besprochen hat, hat das, glaube ich, gerade gefunkt für die Realisierung von heutigen Abend. Entschlossen, das ungute Gefühl in meiner Magengrube ignorieren, öffnete ich die Tür zu Wasens Sprechzimmer und drückte auf den Lichtschalter. Dann blieb die Zeit stehen. Einige Herzschläge lang stand ich nur da, seltsam unbeteiligt und ohne zu atmen, bis mein Hirn stotternd seinen Betrieb wieder aufnahm und ich realisierte, dass ich doch nicht allein in der Praxis war, denn Franz Wasen würde nicht erst kommen, er war schon da. Und doch war ich allein, so allein wie nie zuvor in meinem Leben, denn mein Chef lag im weißen Arztkittel auf dem Fußboden, halb auf der Seite. In einer Hand lag etwas Dunkles, Schimmerndes und ich brauchte nicht erst die kreisrunde, rötlich-schwarze Wunde an seiner Schläfe zu sehen und zu begreifen, dass Franz Wasen nicht aufstehen und sich mit mir streiten würde, um zu begreifen, dass Franz Wasen nie wieder mit einem Menschen streiten würde. Nie, nie. Aber dort war ein ganz grosser Unterschied, wie die Leute im Spital mich behandelt haben. Ob sie gedacht haben, es ist einfach putzvoll, oder ob sie dann herausgekommen sind, dass ich Medizinstudentin bin. Ein riesiger Unterschied. Das hat klar können machen und ganz anders. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wegen dem habe ich mit der Melissa eine ganz normale junge Frau arbeiten wollen. Die einen normalen, nicht akademischen Beruf hat, der eben mit 30 noch so ein bisschen noch jung ist. Noch nicht wirklich angekommen im Leben. Noch nicht wirklich satt und fest. Und das hat mich irgendwie noch spannend gedacht. Die Melissa, die mache ich gut. Die ist nicht ein Zickel, nicht so massiv wie Cassandra. Sie hat so ein bisschen etwas zwischen einem bunten Singvogel und einem Sturmhuhn. Sie ist so ein bisschen Palette. Und während dem ganzen Buch, in dieser ganzen Zeit, entwickelt sie sich dann. Eben von dem doch noch ein bisschen unsicher und eben ein bisschen flatterhaften Bibili. Langsam bekommt sie auch so ein bisschen Aspekte von einem Rollvogel. Ich meine, du weißt, ich habe meinen Chef nicht umgebracht. Also muss es irgendjemand anderes gemacht haben. Wenn wir jetzt herausfinden, wer das war, bist du zum Schneider. Es ist eigentlich sehr einfach. Ah, wunderbar. Ja, also, du meinst, ich soll herausfinden, wer mein Chef umgebracht hat? Es ist nicht so, dass ich mir die Chance auf so eine Abenteuer entlang gehen will. Aber ehrlicherweise bist du halt schon du, die Zusammenhänge am besten kennen kann. Weißt du, ich meine, wer hat in letzter Zeit am meisten Zeit mit dem Opfer verbracht? Du. Wer kennt sie? Art, sie Umgang? Wer hat jeden einzelnen Menschen begrüßt, der in die Praxis ist reingekommen? Du. Man sieht den Leuten sehr selten an, dass sie sich kein Urteil erlauben. Kein Urteil erlauben? Meinet ihr, ich merke nicht, dass ich eure Hauptverdächtige bin? Das ist Frau Braun. Wisst ihr, die Fragen, die ich euch stelle, das bedeutet auf keine Art und Weise, dass ihr die Hauptverdächtige sind. Ich muss alle Eventualitäten bedenken, das ist alles. Und natürlich sind die Fragen unangenehm für euch. Wahrscheinlich versteht ihr, dass ich sie trotzdem stellen muss. Nein, das verstehe ich ganz und gar nicht. Seit dem Mord an meinem Chef sind gerade mal 4 Tage vergangen. 4 Tage. Der Mörder läuft irgendwo frei herum. Und ihr? Was macht ihr? In aller Seelenruhe, ein bisschen Praxis durchwühlen und mich nach meinem Privatleben befragen. Ist das wirklich alles, was die Polizei zu bieten hat? Frau Braun, hört. Wir von der Polizei, wir nehmen das Tötungsdelikt sehr, sehr ernst. Wir machen, was wir können, um eine Aufbietung von allen Kräften. Dazu gehören aber auch Befragungen wie die, ob euch jetzt das genehm ist oder nicht. Ja, an was arbeitet ihr ein? Welche Richtungen gehen eure Ermittlungen? Hört,
Ich stelle die Fragen lieber, als dass ich sie beantworte. Ich wäre wirklich froh, wenn wir jetzt den feindseligen Ton ein bisschen in den Griff bekommen. Wisst ihr, ich verstehe eure Lage durchaus, Frau Braun. Aber also jetzt hört doch auf mit eurem dauernden Frau Braun, Frau Braun! Viele Informationen bei dem Bruno Traxel geholt. Ich möchte aber auch zu seinem Schutz sagen, er ist nicht der Paul Kempf. Ich muss das nach der Cassandra Braun sagen, so Zeug geben. Ich habe ihm gewisse Passagen nämlich zum Lesen gegeben und habe gesagt, du, klingt das gut, könnte es jemand sein, jemand in die Mitte, dass er so denkt, nicht so gut. Das kann schon sein, weißt du, ich bin mir jetzt überall. Ja. Ich habe auch bei diesem Paul Kempf der Versuchung widerstehen, aus innen so einen James Bond. Achtung, wir können nicht rutschen! Oh, bitte! Der Schnee ist auch ein bisschen höher zwischen den beiden Fahrspuren. Das spürt man, wenn man drüber fährt. Nimm es locker, wir fahren ja keine 80. Ja, was? Keine 80? Das ist wahnsinnig. Bei diesen Verhältnissen ist jede Stunde ein Kilometer über 30 lebensgefährlich. Paul, ich bin in Meiringen aufgewachsen. Umgeben von Gebirgsketten und Pässe. Meinst du, ich lasse mich von diesem bisschen Schnee beeindrucken? Beruhigt dich, ich habe alles im Griff. Super, merci vielmals. Der Karren hier, das ist nicht mehr als eine verlotterte Blechkiste. Kein Airbags, kein Seitenaufprallschutz, hat der Scheissdreckbar noch ein ABS. Nein, hat er nicht und jetzt hat der Schnabel, ich habe schon gesagt, ich habe alles im Griff. 20 Minuten später kommen wir zu Thun an. Der Paul ist ein Nervenbündel. Ist alles in Ordnung? Das ist bestens. Ist es, ich glaube, der Wohnblock hier ist es, wenn wir rüber. Ich kann dich dann sonst stützen, dass du nicht ausrutschst auf dem Glatteis. Zum Donnerwetter nochmal. Ich habe kein Problem mit dem Glatteis. Merci vielmal. Ich habe ein Problem mit deinem Fahrstil. Du fährst wie ein Henker. Du hast keinen blassen Schimmer von den physikalischen Eigenschaften von Schnee und Eis. Ja, also auf dem Heimweg darfst du gerne durchfahren, wenn es dir wohler ist dabei. Also ich habe da gar kein Problem. Das ist lieb, aber weißt du, ich brauche aus Überzeugung eigentlich nur den ÖV. Aha. Das heisst, du hast gar keinen Ausweis? Seich. Natürlich habe ich einen Ausweis. Hey, hast du das Zeit nicht mehr gefahren? Das ist alles. Schon lange nicht mehr gefahren. Und du? Das heisst, du kannst auch gar nicht fahren, wenn du so lange nicht gefahren bist. Und du willst mir etwas über meinen Fahrstil erzählen. Melissa, es geht hier ganz allgemein um gesunden Menschenverstand. Also ich finde, es geht hier ganz allgemein um Besserwisserei.